es nach 3 Jahren zurückblickt auf das Wintermärchen 1. Es ist wunderbar gelaufen, es ist sehr erfolgreich gewesen, hat sogar eine goldene Schallplatte bekommen, was ich damals nie gedacht hätte. Was einem vielleicht jetzt auch fürs Wintermärchen 2 noch einmal ein paar kleine Türen geöffnet haben dürfte. Ich war ganz gerührt, weil sehr viel von dem, was ich in die Musik hineingelegt habe, diese kleinen Verrätselungen, die es da überall gab, aber auch so eine Mischung war aus Innigkeit und gleichzeitig ein bisschen lockerem Gestus. Das fand ich sehr schön, dass es genauso bei den Leuten angekommen ist. Die Idee beim zweiten Wintermärchen war jetzt, diese starre Begrenzung auf das deutsche Weihnachtsliedgut aufzubrechen und das ein bisschen internationaler zu machen. Wir haben eine sehr illustre Schar von Sängern, die zum Teil als Deutsche Englisch singen, als Deutsch-Amerikanerin Französisch singen, eine Amerikanerin, die Deutsch singt, dann eine Amerikanerin, die Englisch singt und Max Rabe, der ein deutsches Weihnachtslied in seiner Muttersprache singt. Beim Wintermärchen 2 habe ich jetzt ein wunderbares Orchester am Start aus sehr, sehr guten klassischen Orchestermusikern, die zum Teil bei den Berliner Philharmonikern, beim Chamber Orchestra of Europe, beim Mahler Chamber Orchestra spielen. Meine gute Freundin Anna Carew stellt immer ein wunderbares Orchester zusammen. Das ist immer eine Freude, mit diesem Swanderful Orchester zusammenzuarbeiten. The name Swanderful comes of course from the It's wonderful, it's marvelous, so that's just a brilliant name. And I know so many fantastic musicians, a lot of young musicians also now, so several generations, that I thought, well, it would be fantastic to now use these people for things like recording for fantastic people. Christoph Israel, I've also known for many, many years, and so he just asked me, yes, could you organize players for a certain thing? So the idea is to have a lot of fun and to have the best people. And I must say, the atmosphere is always just amazing with all these people. Christoph ist natürlich ein fantastischer Arrangeur. Er hat diese Weihnachtslieder genommen und ein anderes Licht drauf geworfen. Jedes Lied hat einen anderen Charakter, was er dann durch die Orchesterbegleitung auch richtig rausholt aus dem Lied. Catherine Larson-McGuire, nicht nur eine wunderbare Dirigentin, sondern auch eine sehr akribische Vorbereiterin. Wenn man dann so jemanden hat wie Catherine, die da im Vorhinein sehr, sehr akkurat draufschaut, das ist wirklich Gold wert. There were 43 players, which is quite a lot, I must say. It was really big, lots of brass, 4 horns and 3 trombones and timpani, harp, and then of course lots of gorgeous string players as well. Und diese neu geschriebenen Stücke, also diese Bearbeitung, die kamen natürlich nur ein paar Tage, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Deswegen ist es eine andere Art von Herausforderung. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man die beste Musik macht, dass man die schönsten Klänge sucht und findet, dass man richtig einen tollen Spaß hat, auch mit den Kollegen, mit den Musikern. I also happen to know that he was under tremendous pressure to do these, and he was saying a few weeks before, I don't know how I'm going to do this. And I was saying, come on, Christoph, I know. Whatever you write is going to be great, and don't worry. It's an enormous thing for everyone involved to try and organize and get done. It's, yeah, but it worked. Das Swanderful Orchester haben wir aufgenommen in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem, weil es ein wunderbarer Raum für solche großen Besetzungen ist. Schon Herbert von Karajan hat mit den Berliner Philharmonikern dort immer aufgenommen. Und es war sehr schön in diesem Raum bei Außentemperaturen von 35 Grad, dann innen doch einigermaßen kühl, ein bisschen Winterzauber zu entfalten. The people who are playing are just all incredibly flexible. Now you turn up and play
fantastic Hollywood style stuff. And the thing is, everyone loves doing this kind of thing because quite often you play in an orchestra or you play really serious chamber music, which is also fantastic. But you give a classical musician the opportunity to come and play things like this and everyone goes, wow, yes, of course. Obwohl es mitten im Sommer war, hatten wir schon eine tolle weihnachtliche Stimmung. Aber uns war wahnsinnig wichtig, dass wir den Charakter treffen von den Liedern und wirklich in dem Moment so gut musizieren, wie wir können. Ohne an die Aufnahme zu denken, einfach mit Weihnachtsfreude zu musizieren. Ganz genau. Weihnachtsalben entstehen im Sommer, so ist das nun mal.